Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Game Guru. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich habe ein bisschen an den Sounds gearbeitet, das werdet ihr gleich hören, wenn ich mich fortbewege. Und an erster Stelle, ja gut, ich spreche nicht Deutsch, aber muss ich mich bei den Entwicklern bedanken von Game Guru. Die haben mir ein paar Packs zur Verfügung gestellt, die zeige ich euch gleich, aber erstmal die Sounds. So. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Das ist ja wie in so einem scheiß Computerspiel, wo man wach wird und wie immer nicht weiß, wo man ist. Ja, so denke ich gerade. Dann wollte ich noch einen Sound machen, dass man, oh, ein Gewehr, ne, sowas können wir vielleicht noch machen. Und ein Skript, wo wir das Buch aufmachen. Aber von der Story her haben wir uns auf eine Explosion, glaube ich, geeinigt. Und das passiert, wenn wir hier rausgehen. Also eigentlich kann man gar nicht schaffen. Doch, man kann schaffen, drumherum zu gehen, okay. Ich muss da noch ein bisschen ziehen dann. Was zum Teufel ist denn da explodiert? Okay, das kam ein bisschen spät. Okay, eine Explosion. Da gehen wir uns doch mal angucken. Ich habe gehört, dass sie von da kam. Leider kann man es nicht wirklich hören. Dann geh da mal hin, durch unseren eigentlich schon ziemlich guten Wald. Und hier könnte dann so ein Skript kommen. Also so eine Soundaufnahme. Warum ist überall ein Zaun um mich herum? Aber hier habe ich schon eins drin. Das sieht aus wie eine Antenne. Das muss die Explosion gewesen sein. Ja, Überraschung, mit Rauch dran, ne? Okay, ja, die Antenne, ne? Was für einen Sinn und Zweck die ergibt. Auf jeden Fall muss die mit in die Story damit eingebunden werden. Hier steht eine fette Antenne, warum? Ne? Und ja, das ist so das, was ich gerade so ein bisschen rumgefummelt habe. Und ich habe natürlich auch eure Kommentare gelesen. Stormchaos schrieb mir, moin Tim, kleiner Tipp wegen des Lichtes. Stell mal das Licht in den Eigenschaften von Static Lights No auf Yes und drück beim Testen der Zähne auf F3. Das Licht wird dann erst berechnet und die Texturen der Umgebung gebacken, inklusive der Schatten. Das ist natürlich interessant. Ne? Also das machen wir jetzt aber nicht, weil es immer so lange dauert. Auf jeden Fall danke für die guten Tipps. Und dann der Nox. Alter, was du für Ideen hast. Nice. Ja, wirklich, also man hat wirklich jede Sekunde hier eine neue Idee im Spiel. Den Zaun, den habe ich immer noch unberührt gelassen, aber wirklich, den werde ich noch schicker machen. Das ist halt so eine Arbeit, boah, die schiebt man vor sich hin, ne? Das ist ein bisschen nervig, sowas zu tun. Gut, hier ist eine Zone. Ich weiß gar nicht, warum die da ist. Die hat aber keinen Einfluss. Die kriege ich auch nicht weg, warum auch immer. Der Zaun und der Schlüssel funktionieren. Was kommt denn hier hinter, ist die Frage, wenn wir hier mit dem Abschnitt fertig sind und man so langsam weiß, was überhaupt los ist, ne? Darum geht's ja. Gut, was haben wir Neues bekommen? Ich dachte nochmal, danke an den Entwickler. Wirklich sehr lieb von denen. Die haben mir gesagt, welche Packs ich brauche. Soll ich den schreiben? Ich habe den einfach mal eiskalt geschrieben. Ach, ist wieder alles offen. Bitte warten. So. Ja, ich habe gerade rumgefummelt, wie bescheuert. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, dass Megapack 02 und Megapack 03 sind jetzt mit am Start. Und ja, das dürfen wir jetzt benutzen, wie wir Lust haben. Hier sind zum Beispiel Burgen und sowas dabei, die wir benutzen können. Vielleicht finden wir da eine coole Funktion für. Katakomben. Und meistens sind ja auch Dinge dabei, die man anderswertig nutzen kann. Man muss ja nicht grundsätzlich ein Mittelalter-Spiel machen, wenn man Teile von Burgen hat, ne? Was auch immer das hier ist. Gut, Höhlen zum Beispiel, auch sehr interessant. Ne, hier ist das Höhlenpaket dazu, wie Dynamit und so, sehr, sehr geil. Gold, Hatchet und Longpick, Maul, was auch immer das ist. Okay, aber wie ihr seht, man hat dann auch wieder neue Sachen, die man geil benutzen kann. Ne? Charaktere zum Beispiel, wie sowas hier, so Gargoyles, okay, die machen jetzt nicht wirklich Sinn. Ne? Dann haben wir nochmal ein Kirchenpaket. Das lässt sich nicht öffnen, nein, da haben wir dann auch wieder Bücher, Bilder und das hat eher weniger mit Kirche zu tun, glaube ich, aber trotzdem hat man da wieder richtig viele Sachen, hier zum Beispiel, Text A, aha, wartet mal, Text A, da können wir vielleicht schon was benutzen, ich mache das mal nur testweise, ist ja auch wieder nur ein Buch, aber wie sollte man das benutzen, da steht Text A, Start muss on, Main System, Use Key. Also man kann das benutzen, logisch. Und dann könnte man eventuell, den Sound sehe ich hier nicht, Spawn and Start Switch. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo man den Text eingibt. Das ist ja das Doofe. Hier haben wir Sounds. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen mache, das wäre doof, weil das Buch müsste sich ja eigentlich öffnen. Das wäre natürlich schöner. Use Key, nein. Doch, E. Machen wir mal E. Und geben mal als Sounds, wartet mal.
Hier ist ein alter Sound, den habe ich gerade aufgenommen. Einfach mal testweise. Wer das liest, ist doof. So. Machen wir mal eine MP3 raus. Die quatschen eine Wave, weil MP3s kann das Spiel sozusagen nicht nutzen. Buch. Das können wir eigentlich auch mit dem anderen Buch machen, ne? Aber schön wäre, wenn es aufgeklappt wird, ne? Das wäre natürlich viel, 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 viel besser. So, jetzt kommt der Texteimer. Wer das... So, das haben wir jetzt einmal erledigt. Text ist drin. Dann nehmen wir mal den Sound 0. Ich weiß ja nicht, warum... Wie sollte ich denn zwischen den Sounds herwechseln? Das ist das Komische. Buch. Hätten auch jeden anderen nehmen können. Und sagen wir Apple. Und testen das doch direkt mal aus, ne? Was passiert? Also ich bin noch ein bisschen so in der Findungsphase, kriege eure Tipps und Trickse. Ich habe auch den Link benutzt, den ich bekommen habe mit den Hunger- und Durst-System. Das habe ich auch runtergeladen für $2,50. Einfach mal so aus Spaß. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich darf nicht weitergehen, dann passiert keine Ahnung, wie du hingekommen bin. Das ist ja wie... Was zum Teufel ist denn da explodiert? Ein scheiß Computerspiel, wo man wach wird und wie immer nicht weiß, wo man ist. Also ich habe vor, noch eine Tür reinzusetzen, wo wir den Schlüssel hier auf dem Tisch liegen haben, damit man nicht ruckzuck rausrennen kann durch die ganzen Soundzones. Das wäre vielleicht noch sinnig. Gut, das Buch. Wo habe ich denn hingelegt jetzt? Scheiße, da. Okay, es passiert gar nichts. Das kann man gar nicht usen. Verdammt. Also wir haben denen einen Sound gegeben. Explodieren tut's nicht. Nein. Das ist immer so eine Sache. Also ich kenne mich hier einfach nicht genug aus. If use... Use key E... Muss ich da vielleicht auch noch ein E reinmachen? Ihr habt es mir ja geschrieben, also ich habe es ja gelesen, aber es ist wirklich nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Einfach mal was zu machen. Mehr Hall rein und es hört sich an, als ob dein Kopf komplett leer ist. Ist dann ja kein Wunder, dass du nicht weißt, was passiert ist, wenn du nichts im Kopf hast. Danke, Dominik. Ja, da hast du recht. Ich habe ja Hall reingemacht. Oh Mann, hörst du? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Das ist ja wie... In so ein scheiß Computerspiel, wo man wach wird und wie immer nicht weiß, wo man ist. Also Hall ist drin und er hat mir geschrieben, Undo heißt zurück und Redo heißt wieder wiederholen. Gut, alles klar. Was zum Teufel ist denn da explodiert? So, es ist wirklich krass, ne? Also hier kann man nichts benutzen. Ich bin einfach zu blöd. Ich hasse mich. So, genau. Das Buch können wir wieder löschen. Ich habe sowieso keine Ahnung. Also irgendwie muss das ja gehen. Ich dachte jetzt, das wäre was, ne? Natur... Dark? Ach, das sind einfach nur die Farben, ne? Kann das sein? Naturgrün, Text A. Okay, ich glaube, das sind einfach nur Farben. Das ist jetzt nicht usbar. Gut. Lass uns weiter gucken, was wir schönes Neues haben. Deacles, da war ich gerade schon drin. Da haben wir jetzt zum Beispiel den schwarzen Rauch genommen, den Litstone Smoke habe ich genommen. Wir haben Feuer, Flammen, grüne Flammen und sowas alles, also richtig coole Sachen, neue Explosionen, die wir nutzen können, Einschläge, Big Splash, Raindrops und was auch immer ein Ripple ist, Small Splash, Lichter, die wir benutzen können, auch sehr cool. Dann haben wir hier Dungeons, verschiedene Arten, die wir benutzen können, wieder richtig geil und ja halt so ganz viele Dinge, die wir, wollte ich jetzt schon wieder sagen, benutzen können. Ja, natürlich können wir die benutzen, aber nein, die wir verwenden für alles Mögliche. Wir müssen ja nicht unbedingt immer uns daran halten, was da steht. So, verschiedene Betten, Tische und sowas. Sehr geil und immer geil die Szenerie. Da sind immer richtig krasse Sachen bei, die man schön benutzen kann, wollte ich gerade sagen. Nein, das lasse ich aber jetzt. So, guck mal hier ein Bücherregal und so. Cool. Wisst ihr, was man damit machen kann? Die kann man benutzen. So, Megapack 03. Das habe ich als zweites von denen geschenkt bekommen. Wie gesagt, nochmal danke an den Entwickler. Hier haben wir mega Sachen drin, ne? Wie zum Beispiel Gebäude mit Low Poly, also wenig Polygon. Dann ist es, glaube ich, schneller zu berechnen und nicht so schön. Dann verschiedene Gebäude, kaputte sowie heile, eine Kirche und so weiter und so fort. Wieder mal Deacles, wo man sich mal da reingucken kann. Hier so Blitze, Laser, Panels und. Also richtig coole Klamotten. 10, keine Ahnung. Ich werde mal ein so ein Ding nehmen. Hier, das kann man überall hinpacken. Und wisst ihr wie? Dann benutzt man die. Ne? Dann, da kann man einfach richtig coole Sachen mitmachen. Sieht irgendwie komisch aus, ne? Von der Position her. Will ich aber gar nicht haben. Gut. Das hier, wie neue Bäume. Das ist natürlich jetzt auch ein kleiner Luxus. Den haben wir uns gegönnt. Die schönen Teilchen wieder. Seltsame 70er-Jahre-Möbel. Desk, ja, ein Schreibtisch, ne, würde ich sagen, und coole Regale, industrielle Kramklamotten, die wir vielleicht auch noch benutzen können, wie Generatoren und sowas.
Oder eine Industriehalle, ein dicker, fetter Turm, ne? Der könnte auch ein Rätsel beherbergen oder. Und dann wieder ein bisschen Szenerie, aber hier ist nicht wirklich viel, oder? Doch, hier ist viel. Da ist richtig viel, stimmt. Also erstmal hier eine Flasche, eine Heizung, ein Firebucket, ein Fahrrad, was man bestimmt nicht benutzen kann. Medizinisches Office-Kram, also wie gesagt, richtig viel Kram wieder dabei. Noch mehr Office, ich weiß nicht, warum der nochmal einen Zaun hat. Sport, ja, weil ich so unglaublich sportlich bin, ein Trampolin, ein Tennisball, ein T-Shirt, was dann an der Wand hängt oder so. Hanteln, wie cool ist das denn bitte? Ein Fußball, ein Boxsack, was, ein ganzer Ring? Oh, cool. Und urban, also hier, was man so sehen könnte. Als Bordstein, Straße, sehr interessant, Gullideckel, Straßensperren, Van, freue ich mich. Also tolle Sachen dabei, auf jeden Fall. Das machen wir nochmal zu. Zudem selber habe ich ja auch noch was besorgt mir. Das Science-Fiction-Pack habe ich mir vor Ewigkeiten schon, was heißt vor Ewigkeiten, schon länger her. Ich habe aber noch Buildings-Pack. Das war für 11 Euro im Angebot, habe ich selber zugeschlagen. Hätte ich bestimmt auch gekriegt umsonst, aber das ist auch gar nicht so schlecht, ne? Hier Inside, das sind nämlich begehbare Gebäude teilweise, die wir ja benutzen können. Ne? Wie zum Beispiel kleine Hütten und so weiter und so fort. Also ich finde das schon ganz schön praktisch. Umso mehr man hat, desto mehr Spaß kann man auch haben. Scheiße, jetzt habe ich hier dieses. Ich gehe nochmal schon rein und raus. Einmal nur gucken. Ich will den Sound nochmal hören. So, was haben wir denn noch? Benutzt doch aus der YouTube Library Music, die nicht geschützt ist, und benutzt das in der Playlist. Ja, das wäre eine Idee auf jeden Fall. Oh Mann. Nein, es reicht mir. Ich habe mich schon genug gehört. Ach, der Turm bleibt immer da. Verdammt. Okay. Den wollen wir aber gar nicht hier im Wald haben. Das ist schon mal sonnenklar. So, hier können natürlich noch ein paar Büsche rein. Und jetzt müssen wir einfach mal auf die Idee kommen, warum. Warum ist hier eine Antenne umgefallen? Warum ist sie explodiert? Und vielleicht legen wir hier eine Leiche neben. Eine ganz skurrile, die den Schlüssel hat. Vielleicht wollte der ja gar nicht explodieren, ne? Warum? Warum ist der explodiert? So, wo haben wir denn Charaktere? Da. Jetzt müssen wir uns nur für welche entscheiden. Also am besten wäre wahrscheinlich auch ein Toter. Direkt. Ne, Zombies nicht. Fantasy, Medieval, nein. Medieval. Ein Zombie, ja. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wenn wir nur Beine nehmen. Ich weiß nicht, ob die sich bewegen. Das wäre natürlich blöd. Das ist ziemlich brutal, ne? FSK 18 Spiel. Haben wir einen Oberkörper? Ne, haben wir nicht. Fleischfetzen wären auch noch interessant. Slow Zombie. Zombies kommen hier nicht vor. Keine Angst. Ich brauche nur einen Körper. Und dann bräuchten wir eigentlich den Schlüssel. Der ist ja schon fertig. Den haben wir ja schon. Bitte warten. Okay. Ich weiß nicht mal, wo der liegt. Zaun. Hier. Schlüssel. Da. Ist ja wirklich schon schwer, den so zu finden. Den, Position. Nein. Wie kann ich den jetzt nehmen? So. Wo ist das Peng Peng? Da hinten. Den nehme ich einfach mal. Da haben wir alles schon richtig gemacht. Der Schlüssel passt für den Zaun. Und dann sind wir glücklich, ne? So. Der ist unter der Erde. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Da ist er. Man, er soll natürlich auch sichtbar bleiben. So, da liegt jetzt der Schlüssel. Und dann könnte da eine Soundzone wieder hin. Das ist wirklich. Also wenn man das schön machen will, ist das wirklich schwer, ne? Das ist doof, weil die Soundzone anfängt zu fliegen. So, und da können wir dann aufnehmen, zum Beispiel. Bah. So, jetzt muss ich mir das überlegen. Oh Mann, hier hat es einen erwischt. Scheiße. Die Fehlaufnahme hören wir uns mal an. Oh Mann, hier hat es einen erwischt. Oh, das ist ja eklig. Verdammt, die Explosion hat einen Menschen umgebracht. Und guck mal da, da liegt ein Schlüssel. Aber warum sage ich mir das selber? Ja gut, ich denke ja, ne? Gut, das ist jetzt nur ein Test. Wenn ihr sagt, die Aufnahme ist scheiße,
dann müsst ihr mir das in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, wie auch ganz viele andere Ideen. So, dann mache ich jetzt immer so, weil das ja ein Gedanke von mir ist, von uns, mit ein bisschen Schall rein. Boah, das ist ja eklig. Verdammt, die Explosion hat einen Menschen umgebracht. Und guck mal da, da liegt ein Schlüssel. Boah, das ist ja Irgendwie. eklig. Verdammt, die Explosion hat einen Menschen umgebracht. Vor allen Dingen, oh nein, Mensch ist gestorben. Oh, da liegt ein Schlüssel. Aber irgendwie ist das ja auch witzig. Wir sollen noch ein bisschen Humor dabei behalten. So. Wave, weil MP3 geht leider nicht, nennt das Ganze nicht New, Leiche, Schlüssel, so damit ich auch nie durcheinander komme, kriegen jede blöde Sounddatei einen eigenen blöden Namen. Oh, So. das. Das können wir wegmachen. Game Guru. Gehen wir hier drauf. Properties. Sound ist dann eigene und nennen das dann Schlüssel Leiche. So. Apply Change. Damit macht man schon riesen Schritte. Soundzonen sind sau wichtig, finde ich jedenfalls. Jetzt seht ihr mal die Soundzone für die Antenne. Die Antenne selber habe ich ja auch einen Sound gegeben. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Macht aber nichts. Die ist ziemlich groß. Die sollte eigentlich noch bis zum Zaun gehen, damit man auch nie ran vorbeigeht. Oh, ich hasse es. Immer bewege ich die Bäume, ne? Ich will jetzt da drauf. Jetzt habe ich irgendwas anderes genommen. Weil ich soll eigentlich bis zum Zaun gehen, die Soundzone. Warum nehme ich hier einen Baum? Er gibt mir doch das als Kringel an. Ne? Und ich nehme einen Baum. So. Das ist echt heftig. Das ist schwer. Ne? Wenn man einmal was gesetzt hat, man muss zuerst die Soundzones machen. Also ich habe doch noch keine Location gehabt. Wie soll ich denn da schon eine Soundzone setzen dann? Da weiß ich doch gar nicht, wie weit das geht. Jetzt komme ich da nicht mehr dran. Das kann ich machen, was ich will. So. Die ist eh völlig überlappt, die Soundzone. Aber hier geht es ja bis zum Zaun. Also man muss hoffen, dass der Spieler nicht außen rum geht, sonst wird er nie erleben, dass der, was er dann denkt. Ne? Das ist das Doofe. So komm ich nicht klar, ey. Jetzt nehme ich wahrscheinlich wieder einen Baum. Ne, guck mal hier. So, die sieht man ja in-game nicht. Ne? Das ist ja das Gute. Ist egal, wenn wir so lange wieder durchlaufen, ist alles safe. Ist alles gut. So. Also kann der Spieler jetzt schon gar nicht an der Soundzone vorbeilaufen. Er muss sie erhören. So, das hören wir uns jetzt an, testweise. Wir müssen nur langsam fertig werden. Wir wollen natürlich auch weiterkommen. Aber ich will das ja erstmal alles hier safe haben. Das ist wichtig. Wir wollen es ja benutzen können, ne? Gut, was haben wir noch in den Kommentaren? Ich muss gleich mal lesen. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Eine Ahnung, wie ich Tür, eine hingekommen Tür. bin. Das ist ja wie. Halt, wir machen erst eine Tür. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir Türen finden. Entities. Beb. Und die muss natürlich auch nutzbar sein. Das ist das Wichtige. Buildings, Buildings, Buildings. Bei Buildings müssen ein bisschen Türen dabei sein. Oder Building Pack da. Inside. Ist hier irgendwo eine Tür? Nö, ne? Flat Buildings. Das finde ich Inside. Innenseitenhäuser oder was? Da. 3 Door left. Right. Okay, linke und rechte Tür. Gucken mal kurz. Ich weiß nicht, ob die benutzbar ist. Das ist das Doofe. Aber warum so? Das sieht aus wie keine Tür im Arsch der Welt. Das ist eine Tür. Okay, löschen wir die mal wieder. Die gefällt mir ja gar nicht. Das sieht überhaupt nicht aus wie eine Tür. Hot. Ja, was ist mit einem Türgriff, liebes Spiel? So, wir müssen weiter gucken. Door, Door, Door. Ja, eine Metalltür. Das aber sind keine echten Türen. Es gibt echte Türen. Ich weiß es ganz genau. Wir haben die schon mal benutzt. Vielleicht nicht im Buildings Pack. So. Türen, Türen, Türen. Wir werden eine Tür finden. So komme ich nicht in der Situation, dass ich zu schnell durch die Soundzones renne und der Charakter erstmal die Tür aufschließen muss. So. Machen wir alles zu, weil wenn es alles auf ist, dann komme ich noch mehr durcheinander. Szenerie allgemein. Hast du eine Tür für mich? Eine Map. Die haben wir schon mal gesehen. Da habe ich mich gefreut, aber leider habe ich da irgendwie keine Funktion reingekriegt. Industriell, Galaxy Seeds, bla 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 bla. Charakter, Cartoon, Building. Einfach nur Buildings. Haben wir gerade geguckt schon. Boxes, Barrels, gekaufte Sachen, Weapons. Mann, verdammt, das ist aber auch wieder jetzt Buildings. Ist egal, was für eine Tür. Hauptsache eine Tür.
Cave Pack, nein. Church Pack. Was ist das denn? Das sieht aber aus wie eine verdammte Tür, ne? Aber eben eine Kirchentür. Wollen wir mal gucken, wie die aussieht. Warum ist sie jetzt im Boden? Ach du Scheiße. Wir testen die jetzt aus, jetzt bin ich zu neugierig. Die müssen auf jeden Fall angepasst werden. So. Das, was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Okay, dann Properties. Spawn, use key. Yes. If used, use key, if use E. Warte mal, wir machen erstmal mit E. Und testen das Ganze. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Da habe ich einfach nur Ramazamba jetzt gemacht wahrscheinlich und komme niemals mehr aus meinem Haus raus. So. Initialisierung Physik. Oh Gott. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein, ich kann keine Ahnung, wie ich hingekommen bin. Das laber mich nicht voll, Typ. So, Tür. If you use key E. Blödsinn. E. So muss das, glaube ich, sein. Sonst geht mit der Tür nämlich gar nichts. Kaffee. Okay. Oh Mann. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein. Oh, ich hasse es. Tür raus. Komm, wir müssen jetzt eine verdammt nochmal nutzbare... Die Türen sind alle nutzbar. Ich muss aber nur rausfinden, wie das geht. Ne? Das ist doof. Switch Wall. Wechselwand. Das ist bestimmt interessant, was man da alles Human Board. Ach so, kenne ich. Ja, wir sind auch mitten in der Kirche, das ist ja auch blöd. Wir müssen wirklich eine verdammt gute Tür finden. Was könnte man denn für eine Tür nutzen? Megapack, haben wir hier vielleicht eine Tür bei gehabt? Buildings? Es sind ja begehbare Gebäude, die müssen noch Türen haben. Das geht ja nicht. Deckels sind keine Türen. Planken. Schöne Zäune. Eine wunderschöne Tür. Das ist wirklich schwer. Ich sage euch das. Hier, nee, Lasertür wäre ein bisschen albern. Buildings. Es gibt keine Türen. Das ist ja erstaunlich, oder? Also es gibt mit Sicherheit Türen. Ich habe ja schon mal eine benutzt. Classic. Cartoon, Charakter, Gore, Historical, Medieval. Ne, Quatsch. Heißt ja Medieval. Nicht Medieval. Aber wir werden schon eine finden. Mit der Ruhe. Wieder perfekt vorbereitet, weil die Tür jetzt eigentlich so im Effekt Idee war. Ja, die sind bestimmt auch benutzbar. Oder oben offen stehen und zustehend. Also eigentlich kann man alles so machen, wie man will. Natur, postapokalyptisch, Science Fiction. Aber einfach nur eine Tür. Ich finde, hier fehlt ein Suchfenster, wo man einfach jetzt Door eingeben könnte und wir würden alle Türen finden. Vielleicht gibt's das, aber ich bin zu blöd, um das zu finden. Eine Science-Fiction-Tür. Viking. Weil da muss eine Tür rein, sonst ist das irgendwie doof. Eine zweite Weltkriegstür. Was sollte das sein? Cityscape. Ja, ihr seht, ich scheitere heute an einer Tür. Ich weiß, dass wir eine Kirchentür schon mal benutzt haben. Das habe ich schon mal in den vorigen Let's Play gemacht, glaube ich, aufgedrückt. So. Also ich habe schon mal eine Tür benutzt, das weiß ich. Und die konnte man mit E einfach öffnen, genauso wie den Zaun. Und das wird langsam peinlich für mich, weil ich wirklich keine Tür finde. Und wenn ich eine finde, dann hat die kein Wooden Create Palette. Nein, eine Palette brauche ich nicht. Das ist noch nicht jedenfalls. Barrels, eingekaufte Sachen. Schreit, wenn ihr hier eine Tür seht. Das ist natürlich jetzt wieder langweilig und blöd, weil der Trottel wieder eine Tür sucht. Mann! Aber wollte ich nur den Schlüssel funktionieren lassen. Da. Double Door. Die habe ich schon mal animated. Das ist wichtig, dass das steht. Aber eine doppelte Tür? Das geht ja nicht. Fake Tür? Es gibt mehr Türen, mit Sicherheit. Aber wenn ich jetzt eine doppelte Tür nehme. Wie sieht das denn aus? Wenn ich, boah. Ich kann ja den Rahmen hier nicht größer machen. Nur testweise. Ist jetzt nur testweise. Ich werde mich, wo ist er jetzt hin, die Tür?
Ja, die ist jetzt irgendwo auf der Map. Ich habe sie noch in der Hand. Jetzt ist er irgendwo hin. Ah, das finde ich echt scheiße. Das nervt. Keine Ahnung, wo die Tür jetzt ist. Da. Viel zu groß, aber ist ja auch eine Doppeltür. Das ist eigentlich sinnlos, die jetzt zu machen, oder? Na, guck mal, wie der aussieht. Oh Gott. Vielleicht sieht das ja doch ganz in Ordnung aus. Wir testen das jetzt aus. Position. Mittig bitte. So, und dann passen wir die Größe jetzt an. Skalierung. Na, es wird aber nicht aussehen. Das Gebäude selber sieht auch seltsam aus, finde ich jedenfalls. So, Properties. Es muss mit einem If-Use heißt doch benutzen, oder? Das müsste doch eigentlich tatsächlich das E sein dann. Apply. Das I. Könnte nicht alle paar Minuten ein Zombie spawnen? Dann stellt sich die Frage, wer der Jäger, der Gejagte ist. Aber keine Zombies. Seitenstechen, cooler Name. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist völlig in Keine Ordnung. Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Das ist ja wie in so einem scheiß Computerspiel, wo man wach wird und wie immer nicht weiß, wo man ist. Das geht eigentlich klar, oder? Jetzt müssen wir dann nur noch einen Explosionsschlüssel alles. Die Größe noch ein ganz klein wenig anpassen. Weil da oben ein Spalt war. Und nutzen, einen Schlüssel nutzen. Weil sonst geht es ja auch so schnell, habt ihr ja gemerkt. Nee, Quatsch, einen Schlüssel habe ich schon gehabt. Man hat ja nicht so viele Schlüssel zur Wahl. Was, man kann auch einen Dietrich nutzen oder eine Antenne. Da. Da liegt der Schlüssel. Der Schlüssel heißt. Der heißt Key Hütte. Kopieren. Wechseln wir. Okay. Akzeptiert ist Key Hütte. Dann Properties. Und sagen. Use Key. Einfügen. Key Hütte. Enter. Bam! Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ob ich das jetzt so richtig verstanden habe, aber ich glaube nicht. Nein, ich glaube, das funktioniert jetzt schon wieder nicht und ich blamiere mich ganz dolle, dolle, dolle. Mann. Vogelgezwitscher will ich noch haben. Ich glaube, das nehme ich selber im Wald auf. So, Oh jetzt geht's Mann, los. wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Das ist ja wie in so einem scheiß Computerspiel, wo man wach wird und wie immer nicht weiß, wo man ist. Find a key to unlock the door. Vor der Schlüssel. Oh nein, da ist ein Schlüssel. Ja, es hat geklappt. Was zum Teufel ist denn da explodiert? So, das machen wir jetzt mal so schnell wie ich kann. Ob ich schaffe, in allen Soundzones reinzurennen? Ich denke ja. Aber vielleicht sollten wir den Schlüssel tatsächlich besser verstecken. Den muss man ja tatsächlich mit E aufheben. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, wie ich hier Was zum hingekommen Teufel bin. ist denn Das da ist ja wie. explodiert? Warum versuche ich mich eigentlich selber zu verarschen? So, den Schlüssel, den können wir dann tatsächlich verstecken hier in der Hütte. Ist er weg? Wo ist er hin? Da. Ist er rechts von mir? Warum? Wo ist er denn? Oh, das geht mir auf den Keks. Ne? Jetzt fliegt er da rum. Ganz schwer versteckt im Regal. Warum ist denn der so schief? Hui. Das Doofe ist, er wird ja x tausend Milliarden Jahre vorher angezeigt. Drücke E, um den Schlüssel aufzunehmen. Also, so einfach ist das gar nicht. Ne? Ich habe eine Idee, komm. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ey, das geht mir so auf den Sack. Ich habe das Haus nicht einmal anberührt. Ich weiß gar nicht, warum er das jetzt. Wenn man das verändert, bleibt das so.
zwischen den guten alten Weinflaschen. Ja, also er sagt mir ja, wenn er den Schlüssel sieht, dass das Doofe da dran. So, okay. Test, Test, Test. 1, 2, 3, Test, Test, Test. So, viel geschafft haben wir bis jetzt noch nicht, ne? Schon wieder nicht. Wir schaffen, obwohl das jedes Mal tatsächlich ein kleiner Erfolg ist, was wir hier machen. Jede Folge tatsächlich. Da sagst du mir, was sagst du mir schon? Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Das ist ja wie in so einem scheiß Computerspiel, wo man wach wird und wie immer nicht weiß, wo man ist. Okay, die Sache ist wirklich nicht so leicht. Aber da steht Press up E to Key. Was zum Teufel ist denn da explodiert? Ich weiß, was da explodiert ist. Jetzt gehen wir mal von außen rum ran. Ich habe Angst. Und trotzdem wird die Soundzone getriggert. Das sieht aus wie eine Antenne. Das muss die Explosion gewesen sein. Und jetzt kommt der witzige Spruch. Also der überhaupt nicht. Oh, guck mal hier, die Steine fliegen. Oh, das ist ja eklig. Verdammt, die Explosion hat einen Menschen umgebracht. Und guck mal da liegt ein Schlüssel. Okay, da muss ein bisschen was mit Licht sein. Hier könnte ein bisschen mehr brennen. Und hier muss so noch ein bisschen Buschwerk hin und sowas. Vielleicht noch. Ah, hier muss noch viel mehr hin. Der Zaun muss noch schicker gemacht werden und irgendwo am Zaun herum kommen ein paar Zaunzonen, wo der dann sagt, so, Mann, der Zaun, der umzingelt mich. Ich muss ja irgendwie rauskommen. Also am besten hier zum Zaun selber. Scheiße, der Zaun ist abgeschlossen. Ich muss einen Schlüssel finden. Ja, jetzt haben wir natürlich geöffnet. Und sind frei. Wir sind frei wie die Vögel. Ui, Spiel, du kannst dich mal am Arsch legen. Ich hau ab. Okay. Ansonsten klappt das ja schon ganz gut, ne? Okay. Wie gesagt, noch einige Sounds. Zum Beispiel am Zaun selber. Ein Sound-Sound-Zone. Wo bin ich denn jetzt hier? Da. So, dann machen wir doch mal einen Marker. Und der Trigger Zone, weiß ich noch gar nicht, wofür die gut ist. Das darf ja gar nicht so groß sein. Wir müssen ja erstmal den Zaun. Da nehmen wir auf. Falscher Knopf. Altes raus. Und dann sagen wir. Das scheint der einzige Ausgang zu sein. Naja, ich kann nicht rüberklettern wegen den scheiß Stacheldraht. Aber vielleicht ist das Tor ja offen. Was ist völliger Blödsinn, wenn ich das so überlege? Das scheint hier der einzige Ausgang zu sein. Vielleicht ist das Tor ja offen. Rüberklettern kann ich nicht. Hier ist überall Stacheldraht. Ich gebe mir große Mühe, wie man das merkt. Das scheint hier der einzige Ausgang zu sein. Vielleicht ist das Tor ja offen. Rüberklettern kann ich nicht. Hier. Na, und schon mein Ruhrpottdeutsch synchronisiert. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Wartet mal, Audioeffekte. So, oh, Audioeffekte. Oh. So. Muss ja eigentlich immer derselbe Das sein. scheint hier der einzige Ausgang zu sein. Vielleicht ist das Tor ja offen. Rüberklettern kann ich nicht. Hier ist überall Stacheldraht. Okay. Exportieren in eine Waffeldatei und sagen, guck mal, wir haben doch viel geschafft heute. Storymäßig viel. Zaun 24.de. Zu. Finde ich total bescheuert. Wir können Zaun online bestellen. Gut. Weg, weg, weg. Game Guru, du bekommst jetzt diese wunderschöne Sound-File, mein Liebes. Ich muss einen Schlüssel finden, aber das kann ja nicht wissen. Ich sage ja, ich weiß ja nicht, ob der auf oder zu ist, der Zaun. Zaun zu. Apply. Das Ganze gucken wir uns wieder an. Dabei ist der Zaun eigentlich auf der Seite offen. Das ist ja ziemlich skurril, oder? Okidoki. Komm, latsch schneller. Wir müssen testen und machen und tun. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Das ist ja wie in so einem scheiß Computerspiel, wo man wach wird und wie immer nicht weiß, wo man ist. Deswegen sollten Dialoge nicht so lang sein. Guck, wie die Decke aussieht. Furchtbar. Wow!
Was zum Teufel ist denn da explodiert? Das scheint hier der einzige Ausgang zu sein. Vielleicht ist das Tor ja offen. Rüberklettern kann ich nicht. Hier ist überall Stacheldraht. Oh, man sieht schon, dass er abgeschlossen ist. Deswegen ist der Text eigentlich ziemlich Blödsinn. Weil ab der Entfernung sieht man das schon. Deswegen können wir den eigentlich eiskalt ändern. Löschen. Verdammt, das scheint der einzige Ausgang zu sein. Dieser scheiß Zaun. Nein, warum soll ich immer Scheiß sagen? Ich bin ja nicht. So. Mist, das ist der einzige Ausgang. Und der ist auch nur abgeschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Als ob man so denken würde, ne? Aber ja, man soll ja ein bisschen Stimmung mit reinbringen, ne? So, da. Und? Mist, das ist der einzige Ausgang. Und der ist auch nur abgeschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Exportieren als Waffedatei und wir nennen es wieder Zaun. Ich muss das immer umbenennen. Zaun zu 2. Die berechnet er, aber rendert die super schnell. Wo rendert der? Keine Ahnung. Gut, neue Zaun für dich. Und zwar Zaun zu 2. Bitteschön. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So, das gucken wir uns nochmal an. Und dann brauche ich ganz dringend noch ganz viele Ideen von euch. Ich scrolle gerade mal durch die Kommentare. Aha, wir hoffen mal, es war dein Mund. Super, das Programm Style Guru. Danke für den Tipp. Style Guru habe ich mir noch nicht angeguckt. Das muss ich noch machen. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Das ist ja wie, was zum Teufel ist denn da jetzt durchspielt, wo man wach wird und wie immer nicht weiß, wo man ist. Okay, das muss ich rauslöschen. So. Mist, das ist der einzige Ausgang. Und der ist auch nur abgeschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Man, ich könnte für RTL 2 Synchronsprecher machen, ne? Gut, ja. Wie gesagt, wir haben ein bisschen was geschafft. Ich muss mich ganz dringend an den Zaun wagen. Ihr wisst, was ich zu tun habe. Das ist massive Arbeit, sage ich euch. Das für jeden einzelnen Element nochmal zu machen. Weil die Lücke einfach zu gigantisch dazwischen war. Obwohl, das geht eigentlich. Das mache ich gleich richtig schön bei irgendeinem Livestream von irgendwem. Vielleicht beim Adrian sein Livestream dann. Setze ich mich hier schön dran, gucke den Livestream und mache gleichzeitig so ein bisschen Zaunelemente schieben. Bäm. Damit das auch nicht ganz so undämlich doof aussieht. Undämlich doof. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Und langsam werden wir hier mit dem Wald fertig, von der Story her.